Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum letzten Teil vom Tony Golf. Ja, die lange Reise ist jetzt vorbei. Dieses Fahrzeug hat mich einige Nerven gekostet. Ja, wir schauen heute einfach mal, oder wir machen mal ein kleines Resümee, könnte man sagen. Was ich so alles an dem Fahrzeug gemacht habe. Dann natürlich schauen wir uns nochmal den TÜV-Bericht an. Also welche Mängel der Prüfer in das Protokoll geschrieben hat. Mängel, die jetzt noch übrig geblieben sind. Ja, und dann kommen wir noch zur Kostenaufstellung. Also sprich, was ich alles bezahlt habe oder bezahlen musste, damit dieses Fahrzeug TÜV bekommt. Ja, und dann sind wir durch mit der 15-Teile-Reihe Tony Golf oder wie viel auch immer. Also wer noch nicht alle Teile geschaut hat oder wer einfach noch irgendwas davon sehen möchte, kann auch gerne in die Playliste reingehen. Da sind alle Teile drinne. Von der Abholung über die Bestandsaufnahme bis ja, PU-Lager wechseln und so weiter und so weiter. Ich fange mal ganz vorne ab. Ja, ich fange mal ganz vorne an bei der Abholung, denn die Abholung war ja schon tricky. Es war eigentlich ein relativ schöner Tag und was hatten wir? Wir hatten bei der Abholung Schnee. Ich weiß das auch. Weißt du was? Ich fange jetzt an. Tschüss. Wir sehen uns. Ist ja kalt? Ich weiß, wo das endet. Wir quatschen noch von denen in das und in dies und ins Y. Und dann sind wir irgendwann heute Nacht durch im Dunkeln hin. Wie sonst, meinst du? Alter, nö. Ganz weiß auf der Phase. Fuck, das wird wieder so ein Tag. Um 23.45 Uhr. Ist halt wie immer. Ich fahre mit Sven irgendwo hin. Wir holen ein Auto und es ist beschissenes Wetter. Ja. So viel dazu. Bei der Bestandsaufnahme haben wir dann noch ein paar kleine Mängel festgestellt. Ein paar mehr Mängel. Also zumindest die Mängel, die ich dann gleich bemerkt habe, als das Fahrzeug bei mir stand und ich noch nicht groß damit rumgefahren bin. Die Checker-Armlehne des Fensters. Nee, warte, das ist die Checker-Armlehne des Fensters aus dem Tode. Entschuldigung. Wie zum Beispiel eine Lenksäule, die einfach lose war. Hey, Junge. Was ist das für ein Fahrzeug, Junge? Was hast du mir verkauft? Warum ist der Tacho denn so schief? Die jetzt übrigens fest ist. Ich habe sie aber nicht getauscht. Das bleibt mein Geheimnis. Ja, im ersten Teil dann, wo ich angefangen habe, die Kiste auseinander zu rupfen, habe ich die Scheinwerfer getauscht. Diese ersetze ich aber noch gegen Originale, die bleiben nicht drin. Also da wird mit originalen Scheinwerfern verkauft. Das sind übrigens auch nicht die richtigen Schrauben. Das sind eigentlich Achternuss. Also mit dem Achterkopf, das ist Kreuz. Ist aber nicht so schlimm, die passen gut. Im zweiten Teil habe ich dann einen neuen Grill, einen Nachbaugrill eingebaut. Den gibt es für 24 Euro oder so. Also ich kann euch sagen, bei dem Nachbaugrill rasten die Nasen meistens nicht ein. Und das hier oben könnt ihr auch vergessen. Das würde hier hinten eh nie einrasten, weil es nicht weit genug hintergeht. Dann gab es noch ein paar andere Heckleuchten. Diese habe ich jetzt natürlich auch wieder gegen Originale getauscht.
Der wird mit originalen Rückleuchten verkauft. Das war einfach nur in der Zeit, wo ich gefahren bin, dass es von hinten ein bisschen schicker aussieht. Ja, und in diesem Video habe ich auch festgestellt, als ich einfach nur die Blinkergläser tauschen wollte, ich wollte ja die großen Blinkergläser reinmachen, dass ein falscher Träger verbaut ist. Was ist denn hier schon los? Falscher Träger. Mein Gott! Unter der GL-Stoßstange ist ein Träger für die schmale Stoßstange. Dadurch war natürlich nicht möglich, die kleinen Blinkergläser gegen die großen zu ersetzen. Ey Junge, wann hör mit der Scheiße auf, ey? Ich werde jetzt richtig sauer hier drin! Im dritten Teil ging es dann weiter, dass ich die Stoßstange dann tauschen wollte, damit ich auch die richtigen Blinker einbauen kann und die Stoßstange an sich ja auch übelst locker war. Die war ja bloß an der Seite festgeschraubt durch diesen falschen Träger, weil das alles nicht gepasst hat. Ja, beim Stoßstange abbauen ist mir dann leider aufgefallen, dass der Querträger, also der Motorträger, komplett unbefestigt war. Angst? Das hat natürlich noch mal extrem viel Arbeit auf sich genommen, da der Träger ja einfach unten rausgerutscht ist, alles verschoben war, ich alles wieder richten musste. Ich musste das Motorlager abmachen. Wie ihr gesehen habt, die Stoßstangen sind ab. Das Problem, was ich jetzt habe, ich hoffe, ihr könnt sehen, der Querträger ist jetzt runtergefallen. Ja. Am Schluss habe ich dann neue Schrauben reingemacht, damit der Träger wieder fest ist. Also die beiden Träger, diese Platte für den Kühler und der Träger, habe das Motorlager vorne wieder eingehangen. So, Motorlager ist wieder drin. Aua, Alter, ich drehe hier durch. Und konnte letztendlich dann doch die neue Stoßstange anbringen. Was für ein Scheiß, ey. Also nicht mal irgendwie. Ach, fick dich. Fick dich einfach, ey. Das Ganze zog sich dann bis Teil 4. Au. Verdammt. So, Blinker sind dran. Stoßstange ist fest. Soweit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ganz schön großer Aufwand, nur um die richtigen Blinker hier reinzubauen, aber was soll's. Als die Sachen dann erledigt waren, wollte ich einfach Musik haben. Deswegen habe ich mir das günstigste Autoradio auf eBay ersteigert, gekauft. Dazu gab es noch zwei kleine Boxen, die hier vorne reinkamen. Hier unten sind ja schon Boxen drin gewesen, die habe ich damit angeschlossen. Ein sehr günstiges eBay Autoradio. Ja, das war natürlich auch ein Desaster, da einfach hier vorne im Radioschacht lose Kabel waren. Genau deswegen, wo Strom drauf war. Ja, als ich dann endlich Radio hatte, mit dem Fahrzeug auch fahren konnte, ich bin ja damit immer zur Deponie gefahren, habe meinen ganzen Scheiß weggebracht vom Hausumbau, ging es dann einfach mal daran, vielleicht das Fahrwerk halbwegs fit zu bekommen. Das war sehr hart. Der war hoch, aber sehr hart. Also es ist ein komplett originales Fahrwerk drin gewesen, ist auch immer noch drin. Ja, im Teil 6 habe ich die Bremsen hinten dann gemacht. Die Bremswirkung war nicht so super. Hat sich dann noch rausgestellt, dass auf der rechten Seite ein Bremssattel fest war. Der Bolzen ist einfach fest. Deswegen funzt das mit der Bremse aber nicht richtig.
Die Bremsen hinten habe ich dann komplett gängig gemacht, die Handbremse wieder eingestellt und das funktioniert alles super. Auf den Belägen war noch was drauf, die Scheiben waren in Ordnung. Das funzt also. Wie immer absolutes Chaos. Chaos auf dem Hof. Aber fertig. Also Bremsen hinten. Handbremse habe ich gerade nachgestellt. Damit war das Thema auch abgeschlossen. Also ich finde, die Felgen stehen ihm sogar. Dann kommen wir zum Teil 7. Dort ging es dann um die Querlenker. Erstmal den Querlenker vorne rechts rausbauen. Also zumindest erstmal auf der rechten Seite den Querlenker rausreißen. Die Buchsen wechseln. Ja, mir alles anschauen und hoffen, dass dann dieses hässliche Poltern, Knacken, Schlagen, wie auch immer man das Geräusch nennen möchte. Ich hoffe, dass es dann einfach weg ist. Was sich dann als absolute Katastrophe gezeigt hat. Die Schraube hat überhaupt kein Gewinde mehr hier vorne. Sehr schön, es geht gut los. Dabei habe ich festgestellt, dass der Axtträger eigentlich relativ lose ist. Da, wo jetzt mein Finger ist, da sind Schweißpunkte. Das heißt, hier war schon mal jemand drinne. Die Schraube wollte ich jetzt eigentlich nur nachziehen. Also ich wollte gucken, ob die fest ist. Die war im ersten Moment auch fest, bis das Knacken kam. Das waren aber vielleicht 50 Newtonmeter. Danach konnte ich die Schraube einfach weiter drehen. Die wurde nicht fester. Jetzt habe ich die eine halbe Runde zurückgedreht und jetzt habe ich hier schon einen Spalt. Also da ist irgendwas faul. Im Teil 8 konntet ihr dann sehen, wie ich diesen Axtträger gelöst habe, um den Rahmenschnitt zu machen, da ja dort einfach das Gewinde komplett im Arsch war. Ihr habt gesehen, die ist mehr oder weniger rausgerutscht. Mit rausschrauben hat es nicht viel zu tun gehabt. Schnitt. Hochklappen. Reinschauen. Also die Achse war einfach, wie gesagt, lose, kurz angedreht und die ist einfach runtergefallen. Ja, dort habe ich dann bis in die Nacht reingeschweißt, Blut vergossen. Natürlich total sinnvoll, eine Decke drunter zu legen beim Schweißen. Und damit kommen wir dann zum Teil 9. Teil 9, Querlenker linke Seite. Dort habe ich dann auch eine Schraube nicht abbekommen. Die vordere, wo der Querlenker festgeschraubt ist, die war einfach komplett festgerostet. So Leute, ich gehe davon aus, dass die Schraube abreißen wird. Die wird einfach brutal abreißen. Ich habe die jetzt schon mehrmals eingesprüht. Nachdem ich dann das PU-Lager eingepresst habe, konnte ich den Querlenker zum Glück ohne weitere Probleme wieder einbauen. Das zweite PU-Lager ist drin. Jetzt versuche ich mal den Querlenker da reinzukriegen. Wieder mit viel Gewalt. Und damit war theoretisch Querlenker, Vorderachse, alles soweit abgeschlossen. Im Teil 10 habe ich dann einmal die Federbeine vorne frisch gemacht. Ich habe mir über eBay Kleinanzeigen 4 Federn besorgt für 30 Euro, glaube ich. Die waren einfach in einem besseren Zustand als die Federn, die drin waren. Jetzt markiere ich mir das mit dem Schraubendreher, dass ich nachher genau
dieses Maß wieder habe. 22. Diese habe ich dann aber nochmal lackiert. Sehr, sehr schwierig. Nie im Leben. Also ich habe die Federbeine und die Federn komplett auseinandergebaut, alles lackiert und mit Ovatrol eingesprüht. Habe diese langen Federwegsbegrenzer gekürzt, damit das Fahrwerk auch federn kann. Und habe den Golf insgesamt circa, sag mal, 3 cm höher gelegt. Ich sehe bis durch diese verkackte Brille nicht, weil die einfach total nass ist. Das hat zur Abwechslung auch mal echt gut funktioniert. Die Spur noch eingestellt mit Schnur. Dann habe ich zwischendurch noch ein paar Sachen gemacht, wie die Türpappen. Ich ruppe jetzt als nächstes erstmal die Türverkleidung ab und schließe die Boxen wieder an, dass hoffentlich das Klangbild in meinem Fahrzeug einfach wunderschön wird. Wo ich mir Halter bauen musste für die Spiegelverstellung. Wo ich mir Halter bauen musste für die Spiegelverstellung. Ich habe mir das jetzt aus den silbernen ausgebohrt und muss mir jetzt 2 so eine Bleche nachbauen. Mein selbstgebauter Halter für die Spiegelverstellung ist jetzt dran. Den Halter habe ich mir jetzt von dem einfach abkopiert. Alles diese Kleinigkeiten, die habe ich eigentlich gar nicht gefilmt. Ich habe hier den Aschenbecher rausgenommen, habe hier Lüftungsblenden reingemacht, also ein Kram. Diese beige Blende. Ja, den Tacho habe ich auch 3-mal getauscht oder so. Ja, was habe ich noch gemacht? Keine Ahnung. Ich habe im Motorraum den Kabelbaum komplett neu gewickelt, also neu umwickelt, weil der echt ganz schön Pulle war. Ich habe das Spritzwasser angeschlossen, einen neuen Behälter reingemacht. Ja, keine Ahnung. 1000 Sachen, die ich nicht gefilmt habe, habe ich auf jeden Fall nebenbei noch mit erledigt. Kommen wir jetzt einfach mal zum Teil 11. Teil 11, Auspuffanlage. Wir bauen eine komplette Auspuffanlage. Nee, das ist Blödsinn. Ich habe bei eBay die günstigste Komplett-Auspuffanlage für den Golf 2 bestellt. Flexrohr. Cut. Auspuffanlage. Eine GTI-Auspuffanlage. Also sprich Endschalldämpfer, Vorschalldämpfer und das Rohr. Arbeitsschutz. Ist hier nicht vorhanden. Ha? Es ist mega. Svenny und ich haben dann die Auspuffanlage angepasst. So ein Tag wie heute. Ich sehe nicht. Einfach die Auspuffanlage abgeflext, rausgeschmissen, direkt nach dem Hosenrohr. Der Cut war top, also den Cut direkt an das Hosenrohr angeschweißt, also das Flexrohr an das Hosenrohr geschweißt, den Cut ans Flexrohr. Arbeitsschutz. Da hat sich da mit den Alten gegangen. Ja, die sind unbequem.
Natürlich, wie immer, geht irgendwas schief. Die Gasflasche war dann leer. Wir mussten eine neue besorgen. Das war auch ein übelstes Desaster. Ich habe, glaube ich, 8 Minuten telefoniert, um zu erfahren, dass ich die dort nicht tauschen konnte. Habe dann noch woanders angerufen. Und wir hatten noch 17 Minuten Zeit, bis der Laden schließt. Und habe bei Google Maps die Fahrstrecke anzeigen lassen und die sagte 17 Minuten. Jo, dann sind wir dahin geballert, haben dort eine neue Gasflasche geholt, mussten uns noch belehren lassen, dass wir die nicht mit diesem, nicht ohne diese Schutzkappe transportieren dürfen. Das kostet angeblich bis zu 400 Euro Strafe. Scheißegal. Ich musste natürlich dann auch noch so eine Kappe bezahlen, weil ich ja keine hatte. Waren dann nochmal 8 Euro mehr drauf geschissen. Ja, da waren dann die nächsten 90 Euro weg. Wir konnten aber den Auspuff dann wenigstens noch fertigstellen. Meine Freunde! Ja, und dann zur Hinterachse. Hinterachse PU-Lager Teil 12. Ich habe das ganze Auto vollgepackt mit Werkzeug, mit Gelumpe, was ich brauche. Habe das alles mitgenommen. Natürlich habe ich die Hälfte vergessen, wie immer. Ich wollte eigentlich an dem Tag, wo wir den Auspuff gemacht haben, gleich die alten verkackten Lager rausholen. Ging natürlich nicht, weil ich diese Säbelsäge oder Krokodil, wie man es auch immer nennt, vergessen hatte. Und konnte damit natürlich die alten Lager nicht ansägen, um die dann rauszuklopfen. Ja, wie ihr aber gesehen habt, hat das alles auch relativ gut funktioniert. Also zumindest nachdem ich dann die richtigen PU-Lager bestellt habe. Die Schrauben sind scheiße. Das kann ich euch sagen. So, das Auto ausheben. Hält's fest? Ich hab's noch gesagt. Auto ausheben, ja genau. Wenn das Ding jetzt daneben gerutscht wäre, aber. Oh, hier sind schon wieder Viecher in meinem Kaffee. Ist das hier eine Fliegenhalle? Ich hatte ja für den Golf 2 noch PU-Lager da, die passen aber an der Golf 3 Hinterachse nicht. Denn die Golf 3 Hinterachse, zumindest die, die hier drin ist, ist die 115 PS. Kleiner GTI Golf 3 Hinterachse mit Scheiben. Dort kommen dieselben PU-Lager rein wie beim VR6. Also die Achsen sind gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob bei diesen 90 PSern Golf 3 die Achsen anders sind. Keine Ahnung. Zumindest ist die Golf 2 Achse im Durchmesser kleiner hinten von der Aufnahme als diese Achse, die jetzt hier drin ist. Damit waren dann alle Arbeiten abgeschlossen, um mit dem Fahrzeug zum TÜV zu fahren. Alles noch schön mit Ovatrol eingeschmiert. Ja, und dann einfach mal direkt TÜV bestanden. Top, also absolut toppi. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr damit gerechnet, ob ich überhaupt jemals mit der Karre TÜV bekomme. Ja, aber so zum Abschluss ist das Fahrzeug eigentlich gar nicht so schlecht. Die Karosse ist im relativ guten Zustand. Das Ding hat echt wenig Rost. Ein paar Teile fehlen halt. Der ist jetzt aber auch soweit komplett. Hinten ist eine schwarze Hutablage drin. Ja, mein Gott, es sind auch graue Seitenteile hinten dran. Egal. Das Ding fährt. Also das fährt super. Es funktioniert alles soweit. Es gibt nichts zu meckern.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Was sagt der TÜV-Bericht? Der TÜV-Bericht sagt, wir haben auf jeden Fall bestanden. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, festgestellte Mängel. An Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt. Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht. Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2023. Festgestellte Mängel, Umweltbelastung, Motoröl feucht. Also wie bei jedem Fahrzeug. Der ist noch nicht mal feucht. Also unten die Ölwanne ist trocken, oberhalb ist er ein bisschen feucht. Reifen erste Achse links und rechts in Kürze verschlissen. Also die Reifen vorne halten noch diesen Winter, dann sind die fertig. Die hinten sehen noch relativ gut aus. Mindestabbremsung gemäß Anlage 1, Fußnote 8 der HU, Bremsen, Rili, also rechts und links. Bremswirkung, Feststellbremse, Blockiergrenze erreicht. Erste Achse 184 links, 183 rechts. Wow. Zweite Achse 127 zu 116. Feststellbremse 128 links, rechts 87, Abweichung 15%. Müsste man jetzt hier vorne auf der rechten Seite mal noch eine Umwindung nachdrehen, aber wie sage ich so gerne, fuck you all. Das passt schon. Ja, ich habe bezahlt 150 Euro und 40 Cent, weil das Fahrzeug schon 4 Monate drüber war. Ja, jetzt zu den Kosten. Ich habe ausgerechnet, insgesamt habe ich für das Fahrzeug 1070 Euro bezahlt. Dass hier ständig jemand vorbeifahren muss, kann man sich nicht mal in Ruhe unterhalten. Ja, 1070 Euro habe ich komplett investiert mit Abholung, Fahrzeug, mit Ersatzteilen, TÜV und allem, was dazugehört. Die Gasflasche jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe hier so Kleinzeug komplett mit reingenommen. Da ist, sage ich mal, der Verbrauch von dem Gas mit drin. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das Fahrzeug heute verkauft. Ich habe es gestern bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Heute habe ich es verkauft. Heute ist der... Lasst mich lügen. Heute ist der 19. Oktober. Um 16.49 Uhr. Das Fahrzeug ist verkauft. Ja, ich habe nicht Minus gemacht. Ich habe das Fahrzeug heute für 1.100 Euro verkauft. Jetzt wird es Leute geben, die sagen vielleicht, wow, ich hätte mehr bezahlt, vielleicht sogar bla bla, von mir aus gerne. Ist mir egal. Es war sehr unkompliziert, ich habe keine Mühe mit dem Verkauf, irgendwas, das Auto wird abgeholt, ich melde das am Freitag ab, zumindest melde ich es um, also der Phaeton wird angemeldet, das Fahrzeug wird abgemeldet, das Fahrzeug wird später dann abgeholt, ich habe eine Anzahlung bekommen. Es war der Erste, der sich das Fahrzeug angeschaut hat, hat es gekauft. Klar hätte ich jetzt erwarten können, vielleicht hätte ich auch noch 50 Euro mehr bekommen. Vielleicht hätte ich auch 100 Euro mehr bekommen, keine Ahnung. Ist mir aber egal. Das Fahrzeug ist weg. Das ist abgeschlossen. Ich fahre jetzt noch die 2 Tage bis Freitag. Und 3 Tage. Und dann ist die Sache hier für mich erledigt. Jo. Warnblinkschalter habe ich auch noch getauscht. Fällt mir gerade ein. Jo, Leute. Ich denke, das Video geht lange genug. Ich will das hier nicht noch weiter rauszögern. Ich hoffe, diese Videoreihe... Verdammtes Deutsch, Alter. Ich hoffe, diese Videoreihe hat euch Spaß gemacht. Natürlich würde ich noch viel mehr machen, wenn ich die Möglichkeiten hätte. Ich würde auch Autos einfach kaufen, die TÜV fertig machen und wieder verkaufen. Leider ist das alles immer ein ziemlich hoher Aufwand und bringt halt nicht wirklich viel Geld. Egal. Ach so, weil es mir gerade einfällt. In meiner Videobeschreibung oder auf meiner YouTube-Seite findet ihr einen PayPal-Spenden-Button-Link. Nennt es, wie ihr wollt. Ihr könnt da draufklicken und mir
Kohle überweisen. Also wer mir freiwillig Geld überweisen möchte, weil er einfach das, was ich hier mache, unterstützen möchte, kann das gerne tun. Ich verdiene mit YouTube einfach derzeit sowieso noch kein Geld. Und es ist einfach mein Hobby. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ey, ich hau ja mal einen Euro raus, einfach nur für diesen Content, der kann einfach Geld spenden. Übelst geil, ehrenhaft. Also ich sage euch auch gleich, ich werde mich darum kümmern, dass ich hoffentlich nächstes Jahr Aufkleber bekomme. Jeder, der mir ein bisschen Geld spendet, bekommt von mir auf jeden Fall definitiv kostenlos einen Franzens MK2 Garagen-Tuning-Aufkleber. Das ist schon mal Fakt. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, wenn euch der Content, den ich bringe, gefällt, dann abonniert einfach diesen Kanal, dann seid ihr definitiv immer auf dem neuesten Stand. Und damit würde ich sagen, beenden wir für heute das Video. Haut einen fetten Daumen raus und kommentiert immer schön die Kommentare vollhauen. Wir sehen uns. Bis später, Leute. Peace.